Willkommen zurück zu The Witcher 3. Genau. Wir haben uns dazu entschlossen, wir machen doch die Hauptquest nicht. Doch die Hauptquest nicht. Die Hopsi-Fupsi-Quest machen wir nicht. Die Fupsi-Quest? Ja. Weil? Ui, ich habe ein bisschen zu laut eingestellt. Okay. Ja, jetzt das Trommelfell weggeblutet. Weil ich glaube, das ist die Quest, wo wir dann das Spiel durchgespielt haben. Das wäre blöd dann, ja. Das wäre sehr blöd, ja. Also, man könnte ja dann noch weiterspielen, aber vorher dann noch in Abspann und bla. Ja, das machen wir dann noch nicht. Genau. So, jetzt geht's wieder falsch. Wieder Steuerung umgewöhnen. Hm. Von Nintendo Switch zu Neverwinter zu... Ja, das ist momentan Witcher. Ein Krampf. Ja. Jetzt weißt du, wie es mir geht, zum Beispiel bei Neverwinter mit den verschiedenen Charaktere. Das ist urschwierig für mich, durch das, dass ich nie irgendwie spiele. Jetzt wollte ich so hupfen wie bei Neverwinter wieder die ganze Zeit. Ja. L1 und X, gell? Deinesgleichen ja, sollte Neverwinter und so. Das kann ich sowieso überhaupt gar nicht auf der Konsole spielen. Ich kann das nur am PC. Am PC ist für mich eher unsympathisch. Es ist so wie wenn du, weiß ich nicht, WoW auf der Controller, auf der Konsole spielen. Das wäre sicher lustig. Ich weiß nicht, also ich würde mich da überhaupt nicht zurechtfinden, glaube ich. Schlagt ihn! Ein Level 1 Bandit, echt? Ja. One Hit. Mann, da ist er! Auf ihn! Oh. Schau, mit einem Pfeil. Und die sind aber eigentlich relativ schwach. Mein Onkel ist im Zirkus, weil er Schwerter schlucken kann. Kannst du das auch? Jetzt hast du ja gerade dir selber die Antwort gegeben. Schau, mit einem Schuss, der stirbt, obwohl der ist ja urschwach. Nein, der Pfeil ist normalerweise urschwach. Das ist ein normaler blauer Pferd. Was ist mit wenn dem Scheißpferd? Wenn du die Armbrust verwendest das normalerweise für irgendwelche Fliegeviecher, dass du das runterholst, ja, mit dem Seil. Aber wenn es das abschießt, verlieren die nicht einmal einen Millimeter. So habe ich gemeint. Die Armbrust ist eigentlich voll schwach und trotzdem ist er One-Hit damit gewesen. Mhm. So habe ich es gemeint. Ich habe es nicht so gemeint wie eine ehemalige Schulkollegin. Die hat nämlich zu mir gesagt, Ma, scheiße, heute regnet. Aber eigentlich ist sie urcool. Na was jetzt, scheiße oder cool? Das wird das scheiße, aber wenn es da zum Beispiel hilft, dass du nicht so viel arbeiten kannst, dann ist es cool. Das war in der Schule. In der Schule war es mir wurscht, ob es regnet, weil ich eh drin war. Du machst mich ganz nervös. Nach dem Einbruch der Dunkelheit soll ich erst. Das heißt, wir müssen bis. Wann ist ein Einbruch der Dunkelheit da? 20 Uhr. Darfst du da eigentlich noch munter sein? Das ist jetzt die Frage. Oder musst du schon ins Bett hüpfen? Ja. Um 20 Uhr. Jetzt haut mich die Jem. Ja. Ah! Bist vor Sonnenuntergang zu Hause. Hat mich eine Möwe vollgeschissen! Sonst gibt's keinen Met mehr. Haben Sie mich da betrogen? Kann das sein? Ich bin hier. Wunderbar. Wollen wir? Nein. Geh voraus. Wunderbar. Komm. Ich bin hier. Wunderbar. Gehen wir? Der Mann vom Bettlerkönig. Wunderbar. Man nennt ihn Blechbursche. Was weißt du über ihn? Nicht viel. Wird schnell wütend, also Vorsicht. Wir brauchen ihn dringender als er uns. Wie heißt der? Haldori? Haldori. Ho! Ho! Warum sind die Dockarbeiter mit Unterhosen anzogen? Der heißt Haldori wunderbar. Wahrscheinlich, ja. Du solltest alleine kommen, Elf. Wer ist das? Ein besorgter Freund. Ups, Entschuldigung. Oh. Na, also pass auf. Der Boss mag mit Hacker zerstritten sein, aber vor allem muss die Kasse stimmen. Unser Angebot ist nicht verhandelbar. Überrasch uns. Zuverlässiger Eisennachschub gegen die Hälfte der Einnahmen. Das ist ein Witz, oder? Ihr kriegt ein Zehntel. Geralt, was hast du? Ruhe. Du spielst mit dem Feuer, Arschgeige. Ich muss nicht mit dir feilschen.
Letztes Angebot. 40%. 25. Wer bist du, dem Bettlerkönig irgendwelche Vorschriften zu machen? 35. Tiefer gehen wir nicht. Aber sicher nicht. Ein Viertel ist unsere Grenze. Wir legen noch einen Ladenrabatt drauf. Du hast nicht alle Latten am Zaun. Nichts da. Los, Jungs. Gut, dann nicht. Geralt, was zum... Warte. Na gut. Verhandeln kannst du, besorgter Freund. Ein Viertel also und den Rabatt. Einverstanden. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Oh, Blechbursche, du hast dir den Verstand weggesoffen. Das hier ist Hackers Territorium, du Schwanzhobler. Schwanzhobler, das ist ein schöner Ausdruck für Wichser. Verdammt, wer ist das jetzt? Hackers, Jungs! Neuigkeiten verbreiten sich schnell! Geralt, was machen wir jetzt? Versuch's doch, du Schwanz! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Schlag ihn! Tötet ihn! Schnell weg! Hier lang! Geralt, schnell! Hier lang, schnell. Und jetzt? Lauf! Komisch sind schon. Novigrad ist nicht dein Revier. Vorsicht! Vielleicht sind noch mit mir nach. Und jetzt? Jetzt wird er da verpackt, oder was? Gut. Ich hoffe bloß, dass sich das hier noch lohnt. Also, können wir uns auf die Lieferungen verlassen? Für wen hältst du mich? Habe ich euch nicht mein Wort gegeben? Aber ich würde an eurer Stelle Wachen anheuern. Bei Hacker kann man nie wissen. Meinst du, die kommen zurück? Ein paar von Hackers Scheißern sind entkommen. Der Bastard weiß sicher schon alles. Ich kann keine Männer entbehren und nicht für eure Sicherheit garantieren. Ihr solltet eine Weile untertauchen. Danke, Blechbursche. Irgendwann einigen sich die Bosse. Dann habt ihr Ruhe. Ihr müsst nur bis dahin überleben. Was jetzt? Wir plaudern und dein Partner ist auf und davon. Verdammt. Hey, warte! Viel Glück! Hattori, warte! Ah, Verzeihung! Aber wie schnell der laufen kann. Du kommst mir bekannt vor. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Rüpel. Ist das die Mutter von Hurensohn? Endlich. Die Dame. Um den Pick. Ich bin so. Hattori, bist du da drin? Mach auf! Oh nein! Lass mich in Ruhe! Sei nicht albern, lass mich rein. Nein, niemals. Ich bleib bis Medin Verne hier drin. Vergib mir, Geralt, aber das war ein Fehler. Mit Banditen verhandeln, Abmachungen treffen. Zu spät. Der Bettlerkönig besorgt dir Rohstoffe und dann? Du wirst ihn bezahlen müssen. Was habe ich getan? Geralt, du musst mir helfen. Muss ich nicht. Ich bin ein Hexer, keine Leibwache. Genau. Du musst mir eine Leibwache besorgen. Geralt, ich bitte dich. Die bringen mich um. Ah.
Hast du jemand Bestimmten im Sinn? Es gibt einen Söldner, Sucrus, der auf dem Stör trinkt. Ein alter Pirat, ein Skelliger. Hat mal für mich gearbeitet. Riesig wie eine Eiche. Würde sich vor einem Dutzend Hacker nicht fürchten. Kannst du nicht selber mit ihm reden? Wir sind nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Will sagen, er wollte einen Bonus und ich... Du hast keinen rausgerückt. Na toll. Und jetzt? Soll ich deine Schulden zahlen? Du findest bestimmt eine Möglichkeit, ihn umzustimmen. Geralt, bitte lass mich nicht so hängen. Du machst mich fertig. Trinken wir, es wird schon Abend. Gehen wir da mal hin zum Sucrus. Lang lebe Raduvid. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Hab ich drunter machen? Was ist das? Töse! Ich sollte wohl eingreifen. Was zum Henker machst du denn? Unser Gespräch war noch nicht beendet. Das nennst du ein Gespräch? Geht dich ein Scheißdreck an. Brauchst du eins aufs Maul oder wie? Ich glaube wirklich, dass er mir aufs Maul geben kann. Tut mir leid, du wolltest es so. Ich bin Geralt. Sucrus. Gut gemacht, Kumpel. Ein Bierchen zur Beruhigung? Komm, wir reden drin. Ja, ja, ein Bierchen zur Beruhigung, das wär's jetzt, ne? Was bringt dich her, Geralt? Ich suche eine Leibwache. Interessiert? Warum nicht, wenn's was zu verdienen gibt? Naja, noch nicht. Dann soll das ein Tauschhandel werden. Gefallen gegen Gefallen? Ich bring dich um, Hattori. Ja, schätze schon. Woran dachtest du? Mein Schwager schuldet mir Geld. Hol es zurück, dann können wir reden. Okay. Ach, verdammt. Na gut, wo finde ich ihn? Bei den Docks in der Nähe. Weißt du was? Das Geld ist mir egal. Wenn du es nicht wiederkriegst, stört's mich nicht. Was soll ich dann machen? Seinen Metvorrat zerstören. Den habe ich von Arn Skellig mitgebracht. Ist denn das vernünftig? Nein, aber gerecht. Stechenden Schmerzen im Rücken. Königin sie ja in ihre Schranken weisen. Muss ich darauf? Hey, schaut's aus, gell? Was hat dich denn ergrauen lassen? Au! Was hast du denn so schaurig? Hör auf damit. Hatte du machst mich ganz nervös. Einzigen Humpen. Na, so darf man nicht denken. Schon gut. Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. So. Seit gestern stehe ich hier. Bin so weit gekommen wie Scheiße in einem Eisen. Wie scheiße ist er wohin kommen? Morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst. Ich weiß gar nichts. Red mit dem... Hallo, ich bin der Schuldeneintreiber von Herrn Sucrus. Ich soll... Herrn? Meinst wohl des Wildschweins?
Mit Bauern und Analphabeten habe ich nichts zu tun. Sag ihm, ich bezahle ihn, sobald auf skellige Palmen wachsen. Ah, haben wir nicht, Täuschung. Hast du ein Problem mit Sucrus? Und ob? Met. Met soll ich importieren. Was für eine blöde Geschäftsidee. Die Importzölle. Beim bloßen Gedanken daran schrumpeln mir die Eier. Ich hab dem Mistkerl die vereinbarte Summe minus die Hälfte der Zollgebühren gezahlt. Und eher wachsen Palmen auf Skellige. Ja, ich weiß. Dafür habe ich keine Zeit. Bis dann. Verstanden, wird sofort sehen, dass ich die besten Angebote auf dieser Seite des Ponta habe. Aber was jetzt? Das ist was Gelbes, siehst du das? Ja. Keine Dummheiten, Söhnchen. Wasser? Ja, das ist jetzt die Frage. Oder zerstöre seine Güter. Hier kommst du nicht lebend raus. Auf ihn, Jungs! Er ist verrückt geworden! Lauft! Ja, oh, oh. Ich wollte die auch noch kaputt machen. Besser lauten. Scheiße. Das ewige Feuer geht aus, bevor ich die Papiere habe. Ups, falsche Richtung. Ja, ich hätte gedacht, ich kann auf der Seite vorbeihupfen. Jetzt kann ich mal wieder oben drüber. Vielleicht einer. Das ewige Feuer mag uns beschützen, aber ein Hexer ist auch ganz praktisch. So groß. Hallo. Ei, ei, Geralt, wie geht's denn so? So viel zu der Lieferung. Tatsächlich? Gut gemacht, Mann. Wen soll ich umhauen? Du sollst nur jemanden im Auge behalten. Dieser Schwertschmied. Offenbar kennt ihr euch. Aper Hattori, der Elf? Der hat mal versucht, mich bei Äxten zu bescheißen, der Sack. Du arbeitest für ihn? Könnte man sagen. Wir versuchen, das Schwertschmiedemonopol in Novigrad aufzubrechen. Oh, ein edler Zweck. Tja, wenn du für ihn einstehst, warum nicht? Ich hole ein paar Jungs, dann können wir los. Ja. Du weißt nicht zufällig, wo mein Papagei ist? Jetzt wollen wir zum Haptori. Ich hab diese stechenden Schmerzen im Rücken. Ach, ist mir scheißegal. Ich bin so... Es ist ihm scheißegal, sagt er. Was? Was das jetzt gehört? Hm? Ich bin so... feucht. Ja? Ja, hat's gesagt. Zumindest habe ich das so verstanden. Naja, gut, es regnet ja auch. Ja, aber das war trotzdem eindeutig, zweideutig, bitte. Wenn es wirklich das geheißen hat, korrigier's mich, aber... Streitlustig, wie? Ja, streitlustig. Geralt, ich muss dir noch für deine Hilfe mit dem Blechburschen danken. Hätte nie gedacht, dass ich so billig davonkomme. Ich hab was für dich. Danke. Wie steht's denn mit Sucrus? Alles in Ordnung. Ich kann ihn jetzt bezahlen. Nimmst du endlich wieder Schwertbestellungen entgegen? Leider nicht. Mir fehlen ein paar Rohstoffe. Lass mich raten. Auf die hat Ernst van Horn auch ein Monopol. Genau. Er hat sie billig Schwertschmieden abgekauft, die aus dem Geschäft ausgestiegen sind. Jetzt hortet er sie wie ein Eichhörnchen.
Aber wenn du... Nein, damit wärst du nie einverstanden. Womit einverstanden? Ich weiß zufällig, wo Van Horn seinen Schatz hortet. Es ist mehr, als er selbst je verbrauchen könnte. Wir könnten etwas leihen. In was verwickelst du mich da? Leihen? Stehlen wohl eher. Es ist kein Verbrechen, einen Dieb zu bestehlen. Nein? Was denn? Ausgleichende Gerechtigkeit? Wie habe ich mich da reinziehen lassen? Und warum? Ganz einfach. Wegen der besten Schwerter, die du je gesehen hast. Rüstungen, Triboke, Katapulte. Na schön, na schön. Angenommen, ich bin einverstanden. Was ist dein Plan? Van Horn hat sein Lagerhaus bei den Docks. Die Rohstoffe, die ich brauche, sind sehr schwer. Sucrose soll seine Jungs mitnehmen. Und eins noch. Die Kisten, die ich brauche, riechen nach Ammoniak. Na super. Hört sich gut an. Nach Katzenpisse. Naja, generell nach Pisse. Hallo. Oh, Geralt. Wie steht's denn? Hattori hat einen Auftrag für uns. Super. Ich fing gerade an, mich zu langweilen. Wir sollen ein paar Kisten aus Ernst van Horns Lagerhaus leihen. Sie riechen nach Ammoniak. Hm, klingt machbar. Ich weiß, wo Van Horn seine Güter lagert. Ich werde mich mal mit den Jungs dort umsehen. Treffen wir uns beim Stör. Gut. Wann? Wenn es dunkel ist, natürlich. Bis dann. Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Ich hatte nur einen einzigen Humpen. Was? Die veganischen Soldaten sind lästig. Wollen alles umsonst. Lang lebe Radu! Du, ich will Gwyn spielen. Stimmt, ich eigentlich auch. Hey, wäre mal wieder krank, ne? Ja. Dass es sich gelohnt hat. Und der Sucrose ist da und sauft sich zu. So, wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut. Und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Du würdest echt irre aussehen. Auf mir drauf. Scheiße. Das ewige Feuer geht aus, bevor ich die Barriere habe. Abgeschlossen. Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke? So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jarpen Sigrins Freunde sind auch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Abracadabra, Hokus Pokus. Simsalabim. Wie läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Viele Grüße von Japen Zigrin. Bei Rundurin, klau bloß nicht alles. Und schnell, greif zu, solange ich auf dem Klo bin. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Muss richtig sein.
doch. Stinkt nach Ammoniak. Und drüben auch noch eins, ne? Das wär's. Dann geb ich mal Bescheid. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hab dich Hattori hergeschickt. Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Aber zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Langsam, Sucrus. Lass uns reden. Ich muss meinen Schwager retten. Angriff! Reißt euch zusammen, Jungs! Verzeih. Einfach durchgewirbelt. Ja. Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Drache hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Na gut, tun wir das. Genau. Eingelaufen. Wieder überlaufen. Wartest du auf einen Brief von meiner Scheiße? Das ewige Feuer geht aus, bevor ich die Papiere habe. Wir können uns gleich hier treiben oder weg. Du hast ruhig dich sonst. Wachen! Wachen! Schieß ab, bitte mit der Geduldsfaden reißen. Kurz. Grüß dich, Apeir. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrus brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Was hast du denn im Angebot? Irgendwie fehlt die Musik. Hm, schon wieder mal. Ja, das ist irgendwie mit komisch. Mit dem Sound haben sie es irgendwie. Weißt du was, ich nehme das Schwert, obwohl das ist auch Shit eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind. Ich nehme mal die Schatzkarten. Die ist sicher besser wie meine, oder? Nur G-2. Tja. Ja, ich will aber kein gelbes Schwert. Bitte. Mach deins Hose auf. Ja, ich lass meins basteln. Oder einen Lendenschurz. Ich schau, ob ich meins basteln kann. Stahlwaffe 30, schau. Da haben wir eins. Das machen wir. Jetzt brauchen wir noch ein Silberschwert, auch noch ein gutes. 31, Heuler. Danke. Verbesserung entfernen. So.
Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Na super. Toll, jetzt sag mal, es kauft. Irgendwas stimmt jetzt nicht. Ich habe mir doch ein gutes Schwert gemacht, oder? Oder ist auf einmal das Katzensilberschwert? Wurscht. Ich komme einfach in ein paar Tagen wieder. Und das machen wir gleich. So, jetzt haben wir schon 1,5 Tage und jetzt machen wir nur noch bis 15 Uhr. Genau. So. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Doch, nice. Ein Degen. Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Apeher. Ich habe zu danken. Für alles. Bitteschön, haben wir gern gemacht. Scherbenschwert. Wehe, das ist jetzt so ein Schrottschwert. Ich versprich dir, ich werde es zerlegen. Ein Schrottschwert. Aber 50%, da habe ich halt 7 mehr Schaden, dafür ist bei denen aber, schau es an, 50% kritische Trefferwert. Ups. Okay, das ist auch sinnlos. Wurscht, machen wir 3%, schaut auf Taumeln rein. Ist eh egal. Jetzt habe ich wenigstens wieder 2 Schwerter. Mir sind die Axt schon so am Nerv gegangen. Hab schon nicht mehr sehen können. So, 14. Das ist natürlich jetzt auf jeden Fall notwendig. Eine Level 14er Quest. Du siehst mir äußerst verdächtig aus, Gandalf. Ich diene dem ewigen Feuer. Denn Hexen sind die Quelle allen Übels. Sie paaren sich mit Kobolden und schlürfen. Gott. Zoltan ist da. Zoltan? Geralt? Novigrad ist wohl kein sicherer Ort mehr. Warum bist du noch hier? Ich wollte mein eigenes Geschäft. Das haben wir schon mit ihm geredet. Jetzt ist mir wieder schön eingefallen. Da ist der Ritterspann auch schon, alle sind da. Wir dürfen nichts anfangen mit dir, gell? Ja, Geralt. Genau. Bleib stark, du schaffst das. Schau mal, was ich hier habe. Artefaktenkompression. In diese Figur ist jemand eingeschlossen. Ich habe eine Überraschung für dich. Willst du sie dekomprimieren? Mach die Hand aus. Natürlich. Wer den Zauber gewirkt hat, hat den armen Tropf sicher vergessen. Ich glaube, es ist ein Soldat. Das werden wir bald wissen. Komm mit,
Ich kenne einen Platz, an dem die Wände keine Ohren haben. Unter Wasser, oder was? Wir werden es gleich sehen. Ich wollte schon sagen. Es ist alles bereit. Gehen wir an die Arbeit. Hier ist es ja ziemlich gruselig. Stimmt. Sieht aus wie das Versteck eines Vampirs. Darum können wir auch sicher sein, dass uns hier niemand stört. Gib mir die Figur und tritt zurück. Versuchen wir, die hier zu dekomprimieren. Kann ich helfen? Ja, sei still und versuch mich nicht zu stören. In Alan, Dauna Eis. Werde ein Zerkaser! Wo ihre Sinde? Wen ich hier hinne? Esse Punt. Wer bist du? Woran erinnerst du dich als letztes? An einen Berg. Eine Schlacht. Ich habe eine Einheit befehligt. Da war eine Zauberin mit Haar wie Feuer. Sie hat einen Zauber gewirkt. Die rechte Flanke sollte die Schildträger angreifen. Die rechte Flanke hat aber nicht angegriffen. Und die Zauberin war Lita Nate, auch als Koralle bekannt. Ich war auch da. Das ist vor langer Zeit passiert. Schäßere! Du bist erschöpft. Das ist normal nach Kompressionen. Ruh dich aus. Ja, das sollte ich. Wenn du dich erholt hast, geh zu Botschafter Vaatre. Der hilft dir bestimmt. Viel Glück. Das war interessant. Und anstrengend. Puh. Jetzt ins Bett fallen und schlafen bis ich aufwache. Ja, boah, ich wollte schon sagen, ich kann gar nichts auswählen. Hoffentlich macht er nichts Blödes. Ja. Jetzt war ich auch wieder im Neverwinter, weil die Tür nämlich so Punkte gehabt habe. Habe ich geglaubt, sie glitzert. Weißt du? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ah, die Rüstung von der Ding ist ja auch sicher schon fertig. Siehst du? Lauter Rüstungen überall zum Holen und Gacki holen. Was redest du? Blödsinn. Ja, auch. Okay, vorne. Heute spielen wir noch ein bisschen PB. Nach dem Regen kommen die Schnecken raus. Wir fangen welche und machen. Ah, richtiger Weg. Gut gemerkt. Ah! Oh, ich bin nicht umlang gekommen. Wenn es so weitergeht, muss ich bald aufs Klo gehen. Na super. Na komm schon. Na, na, na! Du bist bleich wie Milch. Riskier, sag was falsch. In Wien hast du mich eine Rolltreppe gegeben, die hat auch immer so. Hey.
gehen. Die Rolltreppe hoch. Er steht schon oben und ich fahr noch. Und er sagt, na komm, du weiter. So ist es. Lauf, Plötze. Plötze, ich werde dich bald zum Leberkäse verarbeiten. Ach nee. Gerald, schön dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Ich will... Meine Rüstung. Geht es damit voran? Fertig. Ich habe die Verbindungen verstärkt und die Rüstung in Säure getaucht, wie es die Tradition meines Clans verlangt. Danke. Was schulde ich dir? Aber bitte, ohne dich wäre ich gar nicht hier. Betrachte sie als mein Dankesgeschenk. Nimm sie. Möge sie dir gute Dienste leisten. Danke. Und du pass auf dich auf. Hexerjägerrüstung. Ich habe mal keine komischen Sachen an. Na, außer die Hose. Axi, was verwendet man immer? Quen, gell? Ja, dann muss ich welche kaufen. Axi, verwendest du auch? Ja, aber selten. Wir verwenden hauptsächlich... Ja, ist schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun? Und Quen, aber Axi hast beim letzten Mal auch... Es geht um eine Hexer. Warte mal, kann sie vielleicht andere Sachen auch machen? Schau die Handschuhe an. Ja, mach. Ich hab's noch bessere gibt vorher. Ja. Habe ich eh vor. Oh ja, 30. Da fehlt mir was. Stimmt. Dunkelstahlbarren. Merkst du einmal Dunkelstahlbarren? Ja. Einmal. Dunkelstahlbarren. 0 von 2. Du hast Eisen gemacht. Ups. Sag einmal, wozu soll ich mir das merken, wenn du mich da nicht fragst? Weil ich dumm bin. Mhm. Ich merk's. Dunkelstahlbarren. Da. Zwei brauchst. Oder brauchen wir den? Ja, das ist auch wahrscheinlich Geld. Das andere war dunkle Eisenbahn. Ja, vorher hast du nämlich auch eine Eisenbahn gemacht. Ach Gott. Deppert im Kopf, deppert. Hast du zwei gemacht? Jetzt kann ich's machen, schon. So, bitte mal gute Handschuhe auch. Scheiße, und ich bereue's schon. Warum? Weil wir hätten da die von der Wolfschule haben plus 12. Können. Von der Bärenschule. Ist auch plus 30. Aber da braucht man die vorherigen, die wir jetzt nicht haben. So, dann brauchen wir auch eine gute Hose. 19. Die ist 25. Die Bärenhose, aber da brauchen wir die von, schau, die vorherige. Geh nochmal rauf, 2 oder so. 1 oder 2. Ich habe mich verdreht. Da war noch was Gutes. 19, weiter. Weiter. Da, 41, 1 rauf. Ja, da fehlt uns auch 39, müssen wir da sein. Boah. Also da können wir da wohl nichts machen. Oberkörper haben wir eigentlich jetzt eh was Gutes, aber ich schaue halt nur. Okay, drauf geschissen. Stiefeln. Blunder. Butterblunder. Die sind gut. Was brauchen wir da? Dunkelstahlbarren. Einen. Der gelbe, ja. Immer verdrücke ich mich. Stiefeln. Die waren das jetzt, gell? Ja. Kapitschi. Umziehen. Und da muss ich noch was kaufen. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Was? Das verkaufe ich alles da. Warum ziehst du dich nicht zuerst um und verkaufst gleich die Klamotten auch? Quenzeichen. Ah ja, da wollten wir das raus machen lassen. Mhm. Rüstung 3. Ja, die zieh ich so an. Hast du nicht gerade irgendwas gemacht mit plus 30?
Oberteil oder so? Ich weiß auch nicht. Nein, das ist ja nicht gegangen, ne? Oh ja. Da wollte ich das rausmachen, gell? So. Das ist schon gegangen. So. Leb wohl. Leb wohl. Jetzt lege ich einmal alles an. Die waren's. Na, schauen wir schon ein bisschen mächtig aus. Naja, die Handschuhe sind ein bisschen gar pompös. Macht ja nichts. So, einmal brauche ich dich noch. Geralt, schön dich zu. Ja, komm so leise. Was verkauft? Ich frage mich, warum ich das da nicht machen kann. Verbesserung entfernen. Warte mal. Ach, ich kann Explosivbolzen machen. Coole Sache. Sehr coole Sache. Leb wohl. Garnita, sagst du. Cool. So, gleich haben wir es mit dem Inventar hin und her. Hoffentlich, weil jetzt dauert es schon. Ich weiß, aber ich muss sowieso machen. Okay, es funktioniert nicht. Weißt was? Was jetzt genau? Axi, verwendet man sowieso nie. Art, ja. Gib da was rein, damit irgendwas halt drinnen ist, hörst? Mhm. So. Was machen wir für eine Quest? Nicht die Hauptquest. Irgendeine Low-Quest haben wir da noch gehabt, das weiß ich noch. Fliegende Fäuste, kellige, traurige Geschichte. Beim Gwint-Turnier. Jawoll. Nein. Rosten deine Klingen vom Regen? Warte mal, was jetzt plötzlich? Ja, ja. Ich hätte schon geglaubt, ich habe ein Pferd gestohlen. Nicht, dass ich dann ein Pferdedieb bin, ne? Das Spiel kenne ich schon. Auf einmal war ich der Pferdedieb. Los, los! Los! Jetzt kommen die Würmer raus. Jetzt blendet mich die Sonne. Wo ist das Pferd? Ich hab's doch schon gesagt. Wir haben nichts mehr. Halt! Jo! Halt's Maul. Jetzt ist wieder ganz rauf. Bam, 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 bam. Wenigstens ist da in der Nähe schon. Scheiße! Keine guten. Aber wir werden speichern. Weil, wenn ich verliere, das kein sind hohe goldener König. Kann er nicht mitspielen. Ja. Ich habe gehört, hier geht es um hohe Einsätze. Zunächst brauchen wir die richtigen Effekte. Werfen wir einen Blick auf die Karten, nicht? Die Karten taugen, aber können wir uns auch einkaufen? Wir können. Na, dann her mit dem Namen.
und wir stellen eine Eintrittskarte aus. Geralt von Riva. Gerhard von Riva. Gerhard. Das Spiel beginnt bald, aber zuerst muss der Pöbel verschwinden. Wenn wir bitte warten würden. Hexe! Der Gerhard. Super. Nur Turnierteilnehmer. Alle anderen hinaus. Hex! Wir sind höflich eingeladen, morgen zurückzukehren. Sie ahnen Geralt von Riva. Und ich dachte schon, das Turnier würde schrecklich langweilig. Es ist nicht sehr befriedigend, immer nur Bauern, Halunken und falschen Aristokraten ihr Geld abzunehmen. Kennen wir uns? Sagen wir, wir haben gemeinsame Bekannte. Ich habe schon viel Gutes über dich gehört. In lebhaften Details. An Orten wie diesem ist das eher eine Warnung als eine Empfehlung. Wie heißt du? Sascha. Sascha, wie weiter? Oder sag mir doch gleich deinen richtigen Namen. An Orten wie diesem wird Sascha reichen müssen. Bist du oft in der Passiflora? Du scheinst alle zu kennen. Ich bin hin und wieder hier. Ich kenne nicht alle Gesichter, aber das ist Patrick Haselnuss. Geht ohne die drei nie irgendwo hin. Ich habe mal einen Mann getroffen, der mit zwei serikanischen Leibwächterinnen unterwegs war. Aber diese drei... haben eindeutig andere Talente. Der Halbling ist Bernhard Tulle, ein Bauer. Behauptet, er würde zum Vergnügen spielen, aber es will doch jeder gewinnen, nicht? Vor dem da nimmst du dich besser in Acht. Er ist kein großer Freund von anderen, Außenseitern, Leuten wie dir. Welch Ironie. Immerhin ist Phineas selbst ein Halbelf. Und von Graf Tybald hast du sicher schon gehört. Immerhin hat er dieses Turnier organisiert. Eigentlich habe ich noch nie von ihm gehört. Er ist angeblich sagenhaft reich. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber er konnte sich seinen Titel leisten und die Grafschaft, die dazu gehört. Bist du... Und jetzt habe ich mich verdrückt. Und von eigentlich. Bis später. Ach, na gut. Schön. Bis später, Sascha. Versuch ein Wort mit den anderen Spielern zu wechseln, bevor das Turnier beginnt. Wir müssen sowieso auf Graf Tybald warten. Na gut, dann reden wir zuerst. Wer ist am nächsten in der Nähe? Du hast kräftige Schenkel, Fremder. Es bringt Pech, mit Fremden zu reden. Mutant. Ja, Meister? Ach. Der Patrick Haselnuss. Tut mir leid, aber ich muss mich vor Spielbeginn sammeln. Du bist so blöd. Das sehe ich. Das hier ist sicherlich besser für mich als dein Gespräch mit Sascha für dich. Ich würde mich bei ihr vorsehen. Jetzt kommt der Zechenringer. Ich bin hier auch neu. Hat ewig gedauert, bis ich das Geld hatte, um mich einzukaufen. Mit Pilzen wird man nicht schnell reich. Du bist wirklich ein Bauer? Sieht man das nicht? Ich habe einen kleinen Hof vor der Stadt. Könnte tagelang dasitzen und den Pilzen beim Wachsen zusehen. Und der Geruch? Geruch? Wie auch immer. Pilze sind schön und gut, aber hin und wieder muss man mal rauskommen. Meine Dame hat fast geheult. Sie meinte, mir würde in Novigrad die Kehle aufgeschlitzt. Aber ich sagte zu ihr, Hortensia, welch eine Chance. Die besten Spieler, die seltensten Karten. Sie musste mich ziehen lassen. Viel Glück dir. Gleichfalls. Das ist die richtige Einstellung. Nicht wie der Halbelf da drüben, der mir schon die ganze Zeit mörderische Blicke zuwirft. Red mal mit den dummen Halbelfen. Von den Nagel. Ich bin zum Spielen hier.